Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den Lizard AP, und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier gerne mal genauer vorstellen. Vorab dazu ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Ballenpressen. Der Autor von diesem Mod heißt Herr Wulex und Thomasinho09. Und die Modgröße beträgt ca. 3,56 MB. Ist aktuell in der Version 1.000 für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole kaufen tut, dann kostet euch dieser hier ca. 3 Slots. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal kaufen tut, dann nur noch 1 Slot. Das Ganze finden wir hier auch unter Mods und DLCs. Und da haben wir schon den Lizard AP. Dieser wiegt ca. 1,4 Tonnen, braucht hier mindestens 22 PS und hat aktuell eine Arbeitsbreite von 10 km/h. Kann hier Ballen pressen, Quaderballen im Durchmesser von knapp 120 cm. Kostenpunkt in der Standardkonfiguration 4000 Euro. Hier habt ihr leider keine Konfiguration möglich. Ich habe hier mal ein paar Modelle hingestellt und die Ballenpresse möchten wir hier auch gerne mal testen. Dazu nehmen wir hier mal einen Bührer und diese Ballenpresse. Wir fahren einfach hier hin, koppeln diese mit X an. Da wird hier alles verbunden, zum Beispiel die Zapfwelle und die Schläuche und die Kabel. Des Weiteren haben wir hier wählbar L1 und X für die Ballenpresse aufzuklappen. Und L1 und Kreis für Pickup senken und L1 und Viereck für Ballenpresse anschalten. Dann fahren wir jetzt mal hier hin, schalten die jetzt an. Und können hier schön die Ballen pressen. Und siehe da, dann haben wir hier schon so kleine handliche Ballen, die man auch sogar in die Hand nehmen kann. Ist im Prinzip sehr gut gemacht für kleinere Höfe, ne, wo man halt auch diese kleinen Ballen hier gut benutzen kann. Ist an sich ein einfach gehaltener Mod, kann man sich hier auf jeden Fall gerne mal laden und auf Dauer mal testen. Damit sind wir hier leider aber dann auch schon zum Ende von diesem Video hier gekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Wenn ja, lasst noch gerne mal euer Feedback da. Falls ihr Fragen dazu habt, dann in die Kommentare. Besucht uns natürlich gerne noch auf unserem Discord oder schaut natürlich gerne bei Twitch vorbei. Die Links zum Discord-Kanal und zum Twitch-Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.